Oh. Der Körper ist so gut wie unversehrt, nur zur Hälfte mit Schleim bedeckt. Hoffentlich musste er nicht leiden. Das Monster ist durch diesen Tunnel verschwunden. Och, da kommen wir nie durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh. Ja, nee, da kommen wir nicht durch. Das war nicht denn. Shani ist ein Charakter aus Teil 1. Eine Ärztin, mit der wir damals eine durch Frau die Gegend gereift sind. Und die auf diesen kleinen, verfluchten Jungen da öfters aufgepasst hat. Und die auch, glaube ich, leicht eifersüchtig auf Triss war. Wie eigentlich jeder Charakter hier. Alle sind eifersüchtig auf Triss. Eine unglückliche Romantikerin. Dr. Schach, ich einen Fluch brechen, starb nee, nicht von Riva. Ekelhaften Tod. Eher von Vysima. Ich weiß nichts. Ja gut, hier laufen wir wieder im Kreis. Ja, aber wenn die heiraten. Ja, aber ich glaube, das ist nicht Geralds richtiger Nachname. Riva. Zeigt nur die Ortschaft, woher er kommt. Hallo. Dieser kleine Trunkner. Außerdem bin ich lieber mit Triss zusammen. Reichlich Schleim hier. Genug für deine Probe? Mehr als genug, wenn er nicht kontaminiert wäre. Triss, ich hab schon. Ja, aber ich kann doch nichts dafür. Triss ist nun mal mein Goldengel. Okay, das ist sicherlich interessant an einem Ort namens Reaver. Ich meine, Reaver. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Lass mich raten. Ich gucke noch nicht in Chat. Lass mich raten. Hutte schläft. Es ist Daddel. Oder? Ich wusste es! Das kriegst du wieder. Das kriegst du irgendwann wieder. Hallo Daddel. Schön, dass du reinschaust. Danke für den Jumpscare. Ah! Redanischer Soldat kam vielleicht allein hier runter, um das Biest zu jagen. Dumme Idee. Auf den Schock musst du erstmal was trinken, ja. Definitiv. Dafür ist der Eistee jetzt leer. Aber ich habe ja noch eine lange Nacht vor mir. Überall tote Ertrunkene. Komisch. Ich habe gedacht, das Monster verliert sie. Solange sie nicht zu nahe rangehen, schätze ich. Das Lager muss nahe sein. Danke für den Jumpscare. So einen Satz hört man nicht oft. Ja, stimmt. Toll, dann löst du direkt die nächsten Kanalpunkte ein. Sag mal. Boah, jetzt muss ich mich auch schon wieder sportlich betätigen, ey. Mhm. Gott sei Dank habe ich heute schon Sport gemacht. Mhm. Ich nehme mal an, die reichen die Kniebeugen wieder, ne? Oh Gott, aber aufstehen. Weißt du? In so einem Moment, weißt du, mitten in der Kanalisation, da muss man aufstehen. Spar deine Punkte lieber. So war das.
Mord. Sport ist Mord, ja. Ich hab's ja nicht umsonst da reingepackt. So, nicht, dass da irgendwas passiert, ne? Ich mach mich damit echt noch zum Affen. Warte. Augen klimpern ist keine Dehnung. Und mit den Zehen klimpern auch nicht. So, ich habe jetzt mal zum Affen gemacht. War jetzt keine sportliche Meisterleistung, aber... Alter, wer von euch hat eigentlich heute schon 3 Clips gemacht? Wer? Wer? Wer hat so viel Langeweile? Ich will die gar nicht sehen, ich will die gar nicht sehen, ich will die gar nicht sehen, ich will die gar nicht sehen. Ich will die gar nicht sehen. Ich will das gar nicht sehen. Ich will die echt nicht sehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Das weiß ich, dass du das nicht weißt. Ich bin neugierig. Ah, ja. Ach du. Ich will es gar nicht wissen. Ich guck mir die niemals an. So. Dieses Scary Face Lifting. Ah, schön. So, genug Sport gemacht. Weiter geht's. Manchmal bin ich froh, dass ich diese Switch-Dinger noch nicht habe. Verwesende Leichen. Diese Nintendo Switch, Gestank, wo man die Sportspiele das muss das noch machen kann. Sein. Das Ring Fit. Oh, frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe. All die Tunnel und Korridore laufen hier zusammen. Und nun? Aber Bier trinken zählt nicht als Sport, das weißt du schon, Kaya, oder? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Ich habe mich hier eine gute Nacht euch allen. Ja, vielen lieben Dank, dass du nochmal reingeschaut hast. Und bis morgen. Schlaf schön. Gerard hat immer Alkohol dabei. Er muss ja seine Tränke brauen. Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Ich werde mit Gerard braut, das beste Bier gut, ever. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob Gerard wirklich Bier braut. Ich glaube eher andere Arten von Tränken. Ich glaube, Bier gehört da nicht zu seinem Gebiet. Bin mir auch nicht sicher, ob ich wissen möchte, was da jetzt lauert. Zum Beispiel. Ich glaube, das, was er da trinkt, hat relativ wenig mit Bier, Wodka, Korn, Gin und so weiter zu tun. Sind eher kräftesteigernde Tränke, wie Steigerung der Angriffskraft, Lebensgenerierung, Heilung von irgendwelchen Giften. Gibt auch den Namen Hexerbräu. Dein Ernst?
Hexerboy. Okay, das schaust doch alles an. Ich glaube, Bier raubt dir das eher, als dass es dir das gibt. Wer sagt denn sowas? Das ist eine Tatsache, Kaya. Ich habe eher viel mehr Angst vor dem, was jetzt da passiert gleich. Boah, die Ratten fliehen. Also wenn die Ratten schon einfach fliehen, ne? Das ist ja ein Getränk. Du, ich trinke auch gerne Bier, aber... Was ist das denn? Scheiße. Kröte. Ey, die haben aber nicht an Märchen haben sie nicht gespart. Kaya, es ist kein Frosch, es ist eine Kröte. Da ist ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Frosch und Kröte. Ich glaube aber nicht. Warte mal. Ich glaube, das ist ein Schwert. Das war das richtige Schwert. Ja, ich meine doch nur. Also gibt es einen Unterschied zwischen Frosch und Kröte? So, also Feuer wirkt gegen das Viecher eher weniger. Alter. Außerdem, Daddel, ich habe schon öfters im Stream mal was getrunken. Also an Alkohol. Unter anderem auch Bier. Ein Treffer. Meinst du von mir oder von dem Viech? Von dem Viech hat es ein bisschen länger gedauert. Also ich glaube, das DLC hat es ein bisschen in sich. Ich bin Kröten nicht eklig. Na, geht er eigentlich? Wirklich finde ich Kröten tatsächlich gar nicht. Hamavat! Galavekar! Ich weiß gar nicht, was du gegen Kröten hast. Kröten sind auch okay. Also hast du lieber so einen großen Archie als so eine Kröte? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Seitdem ständig in den Giftwolken drin. Das war ich, was ist das? Ich hab so gedacht. Auf der Albatros. Oder der Fakbar-Teul in deren komischer Sprache. Okay. Unterwegs nach Ophir.
Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Klingt wie... Hast du auch nicht. Ach, sag mal schnell. Dark Souls. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Oh, die Kröte in der Kanalisation, verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise. Kein Archie. Ich kann ein bisschen, Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Also ich kann mich echt auch schon aufregen, aber im Stream reiße ich mich tatsächlich immer zusammen. Sie ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Ich hatte ja solche Ausraster bei Crash Bandicoot, aber selbst da habe ich mich nicht mehr zusammengerissen. Innerlich habe ich zwar gekocht vor Wut, aber ich reiß mich tatsächlich so zusammen. Und wer bist du? Felipe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Ich weiß, ich packe auch einen Prinzen getötet. Mach ich das erstmal aus, ja. Sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Ja. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz mit weißen Streifen? Oh. Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Schwarze Pferde mit weißen Streifen oder weiße Pferde mit schwarzen Streifen? Leute! Zebras. Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, sie war völlig unter Power, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Will ich mal Heiltränk und Gift dabei, keine Angriffskraft. Oder warum ehrlich jetzt? Dann habe ich mich wohl vollgepackt. Okay. Ich habe in der Regel auch immer mehr als genug dabei. Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist meine Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Das stimmt. Sie sind mindestens einen Monat auf See. Aber mir wäre das dann tatsächlich so ein bisschen peinlich, ne? Wenn ich so abgeben würde. Also klar, man kann sich mal aufregen, man kann auch mal schreien oder wütend sein. Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis. Aber durchgehen, dann kann so abgehen. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkae Sokan, Galavetkar, Ualbatar Gel. Gesundheit. Und du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Bala. Karveretende. Wärst du schon tot. Riav Kernerarem Karer. Ach, ist nicht unser Anna. Durchgase. Je Alarmi. Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Ach nein, was ihr doch gleich beweist, ja. Bringt mich zum Kapitän. Wild Alkei. Das stimmt. Was? Elkai. Wild? Wild, alle ge ur igilet. Elkai. Inkal aver ikel ulgehelle ol wieder. Ischa havel kolalaf. Ich glaube, ich habe ihn gerade beleidigt, oder? Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In zwei Wochen hängst du. Und dann sagte er sowas wie: Wollen mal sehen, wem hier nach Scherzen zumute ist. Wieso? Was habe ich gesagt? Sachen wie, mein Luftkissenboot ist voller Aale. Totalen Quatsch. Na toll. Mein Luftkissenboot ist voller Aale. Mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber. Sie puppen sich auf, hast du gemerkt? Wie diese Fische. Wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei. Ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen.
Natürlich nicht. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo Geralt, kennst du mich noch? Wir sagen einfach mal ja. Aber ja, wir haben uns in Weißgarten getroffen. Du bist... Gaunter Odim, auch Spiegelmeister genannt. Ich half dir deine Jennifer. Stimmt. So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Ja. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Ja. In der Tat. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Ich hab noch nicht probiert. Wirkt nicht sehr vielversprechend. Wie deine Lage. Ich könnte versuchen, dich daraus zu befreien. Das wäre eine super Idee. Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du... Oh, ich kann mehr als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Oh. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yantra um Mitternacht. Eine sehr gute Frage. Es kann sein, dass heute Update-Tag ist, also dass heute wieder Updates kommen. Aber sicher bin ich mir nicht. Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Die Zeichen hätte er aber auch ein bisschen unauffälliger hinpacken können. Schaukeln wie die Teufel. Komm ich dann so auf den Gewuffel. Ja, das wird teuer am Sonntag. Einfach alles verschlafen. Das Wetter. Also ich freue mich richtig auf Sonntag. Schön mit Bingo Boffin. Einheben. Kreativ, du hast dich zeichnen lassen. Ich habe den Sturm nicht bestellt. Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Mit dem will ich nie einheben. Aber Kaya, er ist der Papa. Wie kann man mit seinem eigenen Vater nicht einheben? Können wir eurem König nicht einfach den Kopf bringen? Nicht bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, wie der König diesen hier bereiten wird. Okay, also ich kann dir tatsächlich nicht helfen, weil ich sowas so nicht hatte tatsächlich. Zumindest wüsste ich das nicht. Also ich kann mir wie gesagt nur vorstellen, dass die halt noch bei der Serverwartung sind. Aber sonst... Weil... Das ist, glaube ich, meistens immer Mittwochs oder Donnerstags. Aber sicher bin ich mir halt auch nicht. So, ich will erstmal hier die Kompanjungs weg haben.
schon. Oh Gott sei Dank. So. Ich würde gerne meine Sachen wieder tragen. Sehr schön. Ah, war der Charakter hier. Was haben wir hier? Oh, was machen wir denn mal? Immer diese Fragen. Komm, machen wir das hier. Aktivieren. Ja. Liebe Bediger EU, die heute rein. Jo, mach das. Wenn das geht. War noch irgendwas? Ah doch, ich hab noch einen Punkt. Huch. Nee. Hä? Achso. So. So, wo sind wir jetzt? Okay, immer noch in Novigrad.